Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen zum ersten literarischen Quartett in diesem Jahr. Wie Sie sehen, sehen Sie mich. Sonst hat sich manches verändert, manches ist beim Alten geblieben. Beim Alten geblieben ist, dass wir in den kommenden 45 Minuten zu viert über vier Bücher reden werden. Verändert hat sich, dass es keine feste Dreierbesetzung mehr gibt beim Quartett, sondern dass ich mir für jede Sendung drei wechselnde Gäste einlade. Und meine heutigen Mitstreiter, Mitspieler sind Jakob Augstein. Herr Augstein, die politische Kolumne, die Sie jahrelang für Spiegel Online geschrieben haben, war immer ein ziemlich zuverlässiges Mittel, dass mein Blutdruck, der morgens eher niedrig ist, in die Höhe ging. Ist doch schön. Dann haben wir uns kennengelernt vor gut zwei Jahren bei der Buchpremiere zu dem sehr spannenden Gesprächsband, den Sie mit Martin Walser gemacht haben, Das Leben wortwörtlich. Das haben Sie toll moderiert. Dankeschön. Sie waren total krank, Prä-Corona-Zeiten, Sie haben es super gemacht. Ach, vielen, vielen Dank. Das war nicht abgesprochen. Aber an dem Abend habe ich mir auf jeden Fall zum ersten Mal gedacht, vielleicht müsste ich mich mit Jakob Augstein mal über Literatur unterhalten. Und das soll heute Abend geschehen. Herzlich willkommen, Jakob Augstein. Dankeschön. Mein zweiter Gast ist Marion Brasch. Frau Brasch, Sie habe ich seit über 20 Jahren im Ohr als treue Radio 1-Hörerin hier in Berlin. Dann vor ungefähr 10 Jahren haben Sie mich auch noch zur Brasch-Leserin gemacht mit Ihrem Roman Ab jetzt ist Ruhe. Und als ich dann auch noch in dem Dokumentarfilm über Ihre Familie erlebt habe, wie ja, bezaubernd, klarsichtig und melancholisch Sie durch diesen Film geführt haben, da dachte ich, diese Frau muss ins Quartett. Herzlich willkommen, Marion Brasch. Vielen Dank. Und last but not least begrüße ich Vera Kaiser. Frau Kaiser, wir kennen uns seit 2012. Da waren Sie mit Ihrem Debütroman Blasmusik, Pop oder wie die Wissenschaft in die Berge kam in meiner damaligen Büchersendung zu Gast. Mittlerweile, zwei weitere Romane später, ist klar, Sie sind Fachfrau für familiäre Abgründe in der Literatur. Und zwar von der Antike, sie ist studierte Altphilologin, bis in die Gegenwart. Und als ich dann auch noch in der FAZ lesen durfte, dass Sie auf dem besten Weg seien, die Helene Fischer der Literatur zu werden, dachte ich auch, her mit dieser Frau. Herzlich willkommen, Vera Kaiser. Ist also die heutige Quartettrunde und um diese vier Bücher wird es gehen. Wir reden über Moritz von Uslar, nochmal Deutschboden. Der westdeutsche Reporter kehrt zurück in die brandenburgische Kleinstadt, um zu schauen, wie sie in Zeiten von AfD-Wahlerfolgen tickt. Wir reden über Ingo Schulze, die rechtschaffenen Mörder. Ein Dresdner Antiquar erlebt, wie seine Welt in Trümmer geht und wird zum Rechtsextremisten. Wir reden über Colm Tobin, Haus der Namen. Der irische Schriftsteller erzählt die Orestie neu, jenen blutigen antiken Mythos von Gewalt, Rache und Gegenrache. Und wir reden über Vicky Baum, vor Rehen wird gewarnt, die Geschichte einer Frau, die es meisterlich versteht, weibliche Schwäche in ein sehr subtiles Herrschaftsinstrument umzuwandeln. Und bevor wir mit Ihnen, Herr Augstein, anfangen, beziehungsweise bevor Sie anfangen, möchte ich noch hier diesen kleinen Mitspieler einführen. Dies ist, wie man sieht, eine Sanduhr. Dieser Sand ist für 90 Sekunden gut. Und 90 Sekunden hat jeweils jeder von uns, um das Buch, für das er die Patenschaft übernommen hat, vorzustellen. Das ist sozusagen ein schüchterner, stummer Disziplinierungsversuch. So. Probieren wir doch gleich mal aus, wie das geht. Herr Augstein, der Sand rieselt. Die Zeit läuft. Okay, wir sprechen über das Buch nochmal Deutschboden, meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz, geschrieben von Moritz von Uslar, Reporter, Journalist bei der Zeit. Er war schon mal vor 10 Jahren in dieser brandenburgischen Kleinstadt. Es handelt sich also um einen zweiten Teil, eine Rückkehr. Man muss aber den ersten Teil nicht gelesen haben, um dieses Buch als das zu erkennen und zu schätzen, was es ist. Ein wirklichkeitsgesättigtes und, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Buch. Uslar beschreibt zum Teil die gleichen Menschen, die er damals schon getroffen hat. Ja, die Kleinstadt ist jetzt proper geworden, die Fassaden sind gemacht, die Arbeitslosenstatistik stimmt auch. Aber man könnte also sagen, Aufschwung Ost, Mission accomplished. Aber
hinter der Fassade eben hat sich etwas verdunkelt, da hat sich etwas verfestigt, dass das rechte Denken sozusagen ist dort ubiquitär, die Zweifel an der Demokratie sind gewachsen und geblieben. Und was ich am erstaunlichsten finde, er stößt auf eine neue Ostidentität. Die Leute, die er dort trifft, sind heute mehr Ossis, als sie es damals waren. Ist das Literatur? Gehört das hier überhaupt her? Ist das Reportage? Darüber können wir gerne reden. Mir sind diese Grenzen ehrlich gesagt nicht so wichtig. Es ist, wie ich finde, ein ganz notwendiges Buch, ein zwingendes Buch. Und außerdem habe ich es auch für ein besonders künstlerisches Buch gehalten. Uslar benutzt als Methode eine radikale Subjektivierung, aber das bedeutet eben nicht, dass ihm die Sachen irgendwie egal sind oder dass er darauf verzichtet, sie einzuordnen oder klarzustellen. Er überlässt nur das Urteil dem Leser. Er will niemanden belehren, ob jemand eben ein Schwein ist oder eine arme Sau. Das soll der Leser sozusagen für sich selber klären. Außerdem möchte ich noch sagen, dass das Buch wahnsinnig schön geschrieben ist, eine fantastische Sprache hat, ganz reich, ganz, ganz brutal, ganz unmittelbar, ganz direkt, sperrig, erfinderisch. Lesen Sie es. Ja, ich mache mal gleich weiter. Ich habe den ersten Band nicht gelesen, also den ersten Deutschboden. Und weil ich habe überlegt, warum nicht. Das ging irgendwie an mir vorbei. Vielleicht dachte ich aber auch, ja, gelangweilter Popliterat geht in die ostdeutsche Provinz und will was drüber erzählen. Ich weiß es nicht mehr genau. Jetzt habe ich dieses Buch gelesen und muss wirklich sagen, ich war sofort drin. Also ich fand wirklich die Art und Weise, wie er diese Kleinstadt Sedenik beschreibt, die Szenerie, die Leute unglaublich präzise beobachtet. Und ich fand vor allem toll diese Ambivalenz, mit der er auch darüber erzählt. Also dass er sich immer in der dritten Person ins Verhältnis setzt und da auch so eine Distanz zu sich schafft, also auch so eine selbstironische Distanz. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber irgendwie das, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Rechte, was dann immer noch unten drunter brodelt, trotzdem es Fortschritte gibt. Ich dachte ja, irgendwann muss es doch mal raus. Und dann habe ich gedacht, am Ende, gegen Ende, jetzt muss es irgendwann mal raus. Es fehlt mir und es kommt dann am Ende auch. Und ich war dann auch wirklich dankbar, dass er Manja Prekes erwähnt. Manja Prekes hat einen Roman geschrieben, den habe ich auch mitgebracht, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß beim Verbrecherverlag. Und das fand ich so toll, weil sie erzählt auf sehr erschütternde Weise ihre Jugend in Zedenik. Sie kommt aus dem selben Ort. Sie kommt aus dem Ort und hat wirklich erlebt, wie das Flüchtlingsheim, das Asylbewerberheim angezündet wurde und wie sie verfolgt wurde. Und diese wirklich extrem rechtsradikale Atmosphäre in der Stadt. Und das erwähnt er auch. Und ich finde auch wichtig, dass das zum Schluss auch noch da ist, also dass es leider auch immer noch da ist und dass er das thematisiert. Und das ist für mich insofern auch ein sehr politisches Buch. Frau Kaiser, Sie sind ja nur aus Österreich, aus der Nachbarschaft zu uns gekommen. Interessiert man sich in Österreich für eine brandenburgische Kleinstadt in dieser Weise erzählt? Also ich muss dazu sagen, in Österreich kriegt man mehr mit über die deutsch-französische Paartherapie als über die Ost-West-Paartherapie. Ich finde das aber genau deshalb so interessant. Also ich habe vieles zum ersten Mal gelesen, vor allem dieser neue Oststolz, der da gerade angesprochen wurde. Das sind ja Dinge, die kriegt man so mit, gerade wenn man auf Lesereise war. Dann erlebt man da immer wieder verschiedene Identitätskonstrukte, die man so aus dem Ausland gar nicht kennt oder auch gar nicht für möglich hält. Aber womit ich mir ein bisschen schwer getan habe, ist genau diese Beschreibung des Rechten. Denn ich hatte immer das Gefühl, das kommt so gezwungen wieder. Für mich war es vor allem ein Buch über Männer. Mhm. Es kommen ja zwei weibliche Figuren vor und die auch nur am Rande, eine Bäckersfrau und dann noch die Pretty Baby, genau, die Kellnerin in diesem Laden. Und das fand ich aber auch so wahnsinnig interessant, ja, diese abgesonderte Männerfraktion. Und am Ende hin sah ich das große Finale nicht unbedingt in dem Rechtsextremismus, sondern in dem Herrentag. Also diese Männerwelt steuert dann zu auf ein Feiern eines Herrentages, was ich auch gar nicht wusste, was das ist. Vatertag bei uns, genau. Ja. Großer Feiertag in Ostdeutschland. Mir neu, dass man das nicht mit der Familie verbringt, sondern sich besäuft bis zum Umwinken. Das ist viel gelernt in diesem Buch. Aber was ich ja auch noch ganz toll fand, und das möchte ich hervorheben, ist diese Autopsie. Also Sie haben gefragt, ist es Literatur? Ja, es steht im wundervollsten Art und Weise im Zeichen von Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber und Reporter, der wohin geht und sich anschaut, was machen die da, wie läuft das da und sich aber auch verhält. Und die interessanteste Figur für mich im Buch war tatsächlich der Reporter.
Wie geht der damit um? Was denkt der? Wie positioniert sich der? Und was hat der für eine seltsame Sehnsucht, da dazuzugehören? Ja, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil das war ehrlich gesagt mein Hauptproblem mit diesem Buch, dass ich den Reporter, also Moritz von Uslar in der dritten Person, dass mir nicht wirklich klar ist, was will der da? Also ich meine, Herodot ist jetzt sehr großes Vorbild. Ich würde erst mal sagen, das kommt natürlich aus genau dieser Tradition. Das sind, ups, die Karten, oh, Herr Aufstein, die Karten auf, das ist zauberhaft. Deshalb bin ich doch eigentlich eingeladen. Ja. Das ist diese Richtung an neuem Reportagejournalismus, der in den 60er Jahren in Amerika berühmt wurde. Da sind die großen Namen eben Tom Wolfe, Truman Capote. Die hatten eine tödliche Verachtung für diese Waldhüttenliteratur, wie sie es nannten. Also so der dichtende Schriftsteller, der in die Einsamkeit geht, um sein Inneres nach außen zu erzählen. Das waren im Wesentlichen Männer, Joan Didion ist die einzige Ausnahme, und die wollten raus ins harte Leben. Die beneideten einen Hemingway in seiner Generation, dass der noch so richtig da, wo es gekracht hat und mit dem Gewehr draußen war. Und diese Männer haben sich dann, also der eine hat mit Vietnam-Truppen geübt, der andere hat Mörder getroffen. Und einen ähnlichen Gestus wittere ich beim Uslar. Der will krasse Männlichkeit erleben. Bisschen machen Sie sich jetzt drüber lustig. Sie können es auch, auch verwissenschaftlichen. Es ist halt eine moderne Form von Ethnologie. Ja. Es ist sozusagen ein empathisches Hinsehen. Es ist sozusagen die teilnehmende Beobachtung. So heißt es ja auch in der Ethnologie. Das heißt, man geht hin, man macht mit. Er ist eben wirklich, wie gesagt, er ist wirklich wie Abi Warburg zu den Indianern, so geht er halt zu den Ossis ist und erklärt sie uns. Ist das nicht ein wahnsinnig arroganter Zugang? Nein, das ist nicht arrogant. Nein. Das ist nur dann arrogant, wenn sie sozusagen den Ostdeutschen ihre eigene Kultur absprechen, die sozusagen eine zu beobachtende ist. Ich halte das für arrogant. Ich halte es für arrogant, als Westler zu sagen, wir sind doch jetzt alles eins, wir haben den Westen, wir haben den Osten übernommen, der gehört zu uns und ihr habt jetzt alle gefälligst zu sein wie wir. Das ist arrogant. Mhm. Es ist nicht arrogant zu sagen, ich akzeptiere euch in eurem Anderssein und es interessiert mich. Ich möchte sozusagen verstehen, wie es funktioniert. Das ist das Gegenteil von arrogant. Aber ist es nicht zum Beispiel arrogant, also das erzählt der Reporter auch, dass er dann seinen Prenzlauer Bergfreunden irgendwie Fotos von der geblümten Frotte-Bettwäsche in dem Hotel, in dem er untergekommen ist, schickt. Und, er ist einsam. Er schickt es seinen Freundinnen, damit sie ihn besuchen und keiner hat Lust, da rauszufahren. Andere Situation. Er will unbedingt seinen 50. Geburtstag in dieser Kneipe Schröder feiern, weil das für ihn der schönste Ort der Welt ist. Und das ist ja aber auch dieses Interessante, was macht es mit einem Menschen hinzusehen? Und dieser, ich sehe das als eine große Aufmunterung, sich selbst in Situationen zu begeben, außerhalb der viel zitierten Blase. Mhm. Und man merkt, dass ja bei ihm das funktioniert. Also ich meine, es geht einem ja manchmal beim Lesen fast schon auf die Nerven, wie großartig er so simple Dinge findet wie eine schöne Molle. Das ist ein Bier, falls Sie es nicht wussten. Ich wusste das nicht. Und das geht einem ja auf die Nerven. Der Reporter will noch eine schöne Molle trinken und noch eine schöne Molle. Und dann aber irgendwann findet man das auch so großartig, dass sich ein Mensch auch an so etwas Simplem freuen kann. Ja, aber auf der anderen Seite hat er zum Beispiel, wenn man jetzt so bei den sprachlichen Sachen bleibt, ja, hat er dann auch so, legt er den Brandenburgern Sätze in den Mund wie, ich erinnere. Kein Brandenburger würde sagen, ich erinnere, dass ich damals, sondern ich erinnere mich. So. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, also die ich ein bisschen vorwerfe, das ist jetzt geschmäcklerisch, wenn er anfängt, irgendwie tatsächlich hin und wieder mal Dialekt zu schreiben, dachte ich, ach nee, lass es, du weißt es nicht, du kannst es nicht, lass es einfach. Das brauchen die Figuren auch nicht. Also das sind so die einzigen Sachen, die ich ihm vorwerfe. Ansonsten finde ich wirklich toll, die Figuren, die er erzählt und so, die sieht man. Ich finde, es gibt eine grandiose Szene, wo er mit diesen drei AfD-Leuten da sitzt. Das ist ein bizarres Kammerspiel, das gehört auf die Bühne. Also das kann man eins zu eins irgendwie auf die Bühne setzen. Sie nicht das da exemplarisch, also gerade bei der Szene hatte ich Probleme, weil ich dachte, ist das nicht genau dieser Gestus, dass er in jedem Satz sagt, er eben, es ist die saudumme AfD, es ist die abstoßende AfD, es ist die blöd, also alle Artikel, die einem so einfallen. Und dann kommt aber auch, ich habe ja hier eigentlich keinen Gesprächsbedarf. Ist das nicht irgendwie gerade ein problematischer Gestus zu sagen? Und dann auch noch den beiden Frauen, die da sitzen, reinzuwirken, ihr seid bekloppte Hausfrauen? Es ist doch super, dass er eben nicht jetzt anfängt, sich von der AfD die politischen Standpunkte erklären zu lassen, um die dann sozusagen sachlich auszuhebeln, sondern dass er von vornherein sagt, ich beobachte euch praktisch in eurer Welt mit euren absurden Überzeugungen, aber ich versuche gar nicht erst, mich sozusagen intellektuell damit auseinanderzusetzen. Das finde ich ja gerade richtig, weil sonst hätte man nämlich dem Buch mit Recht den Vorwurf machen können. Ich glaube, das ist vielleicht einer, der auch kommen wird, er verharmlost die Nazis. Weil er, eben nicht immer zusagt und außerdem bin ich gegen Nazis, weil das wäre einfach zu langweilig. Und das Buch ist alles Mögliche, aber nicht langweilig. Aber hätten Sie sich nicht manchmal gewünscht, aber das ist jetzt vielleicht eine Frauenperspektive, dass er schon mehr reflektiert,
was eigentlich dieser eben wirklich dieser schwitzende Männlichkeitstyp, also du kommst in so eine Kneipe, da ist keine einzige Frau weit und breit, da laufen Männer rum, die tragen T-Shirts, die Würde des Mannes ist unten tastbar. So, also alles das, was er daheim im Prenzlauer Berg irgendwie nicht darf. Also das ist so, ich glaube, der Medienwissenschaftler Norbert Bolz hat so vor 15 Jahren mal gesagt, weil die Männer ja immer mehr zu Tod domestiziert werden, wir bräuchten wieder Naturschutzparks für Männlichkeit. Daran musste ich denken, als ich dieses Buch gelesen habe, dass er, glaube ich, schon, und das kriegt er für sich nicht zusammen. Also so, eigentlich findet das ja toll, diese krasse Männlichkeit, die er da noch trifft. Und gleichzeitig ist es natürlich von dieser krassen Männlichkeit ein Schritt, würde ich sagen, zu gewissen politischen rechtsextremen Formen, die heute extrem unerfreulich sind. Sie meinen, Männer können nur Männer sein, wenn sie auch Nazis sind? Aber das Gute ist ja, dass es ihnen aufstößt. Und mir auch. Ja? Ich fand das auch alles furchtbar. Und das ist ja das Gute dran, dass wir als Leser ja diese Brücke schlagen, dass wir das eben nicht schon vorgekaut und eingeordnet bekommen, sondern diesen Schritt selber gehen müssen. Natürlich, vor allem diese T-Shirt-Sprüche, um Gottes Willen, ja. Man geniert sich ja fast beim Lesen, aber das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, dann bleiben wir gewissermaßen beim Thema. Wir sind mit diesem Buch leider schon durch, aber wir bleiben gewissermaßen beim Thema, genau. Allerdings mit einer sehr anderen Perspektive. Wir bleiben in Ostdeutschland. Es geht um die rechtschaffenen Mörder von Ingo Schulze. Das ist eine Geschichte, die erzählt von einem Antiquar in Dresden, der eine Instanz ist in der DDR. Er hat sich wirklich auch diese Bücher, ein Elfenbeinturm. Die Leute gehen zu ihm, nicht nur um Bücher zu kaufen, Schriftsteller kommen, die reden miteinander. Dann kommt das Ende der DDR, es kommt die D-Mark, es ist das Ende eigentlich für seinen Laden. Aber er muss an die Supermarktkasse, aber er macht weiter. Wacker und rechtschaffen macht er weiter. Er rettet Bücher von Müllhalden. Und wir werden Zeuge, wie sich sein Denken im Laufe der Zeit, durch die Wirren der Zeit, also er hat ein Elbe-Hochwasser zu überstehen, dass ihm die Bestände wegschwemmt. Er hat eine Frau, die sich als Stasi-Spitze entpuppt. Also es passieren immer wieder Dinge und wir werden Zeuge, wie sich sein Denken schleichend verändert. Also aus diesem rechtschaffenen Mann, sehr gebildeten Mann, der ein bisschen vielleicht provinziell, ein bisschen schrullig ist, wird mehr und mehr ein rechtsdenkender und gefährlicher Mann. Und vielleicht auch einer, der gefährlich handelt, das wird nicht geklärt. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür und dann kommt der zweite Teil. Der bricht der Roman plötzlich ab und der zweite Teil. Wir wissen nicht, was wirklich ihm vorgeworfen wird. Der zweite Teil, da meldet sich ein Autor zu Wort, ein fiktiver Autor namens Schulze mit TZ. Er weist ein paar Parallelen zum richtigen Autor auf und der hadert mit seiner Hauptfigur, weil das der Paulini jemand ist, den er wirklich sehr schätzt, den er sehr bewundert. Und er muss über diesen Typen schreiben. Und es kommt eine Ambivalenz in sein Schreiben, er weiß nicht weiter. Und hinzu kommt, dass er offenbar noch eine andere Rechnung mit ihm offen hat, die mit einer Frau zusammenhängt. Das weiß man auch nicht. Dann kommt der dritte Teil und da kommt die Lektorin des Autors zu Wort. Und da wird es dann plötzlich eine Spurensuche, weil Paulini ist tot. Er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Was hat es damit auf sich? Was hat möglicherweise auch der Autor damit zu tun? Also dieser Roman ist für mich ganz viel. Er erzählt einerseits von einem Mann, einem rechtschaffenen Mann, der über die Brüche, die er erlebt hat, umschwenkt, und zwar in eine radikale Richtung denkend. Und es erzählt andererseits eben auch eine Geschichte über Schreiben und wie man mit Figuren umgeht, die man eigentlich ins Herz geschlossen hat und die plötzlich einem entgleiten. Und es erzählt eben wirklich auch eine Geschichte, die ins Heute gehört, weil wir mit solchen Leuten ja ganz viel zu tun haben, deren Weltbild erheblich nach rechts abgedriftet ist. Und ich finde, das funktioniert überhaupt nicht. Es funktioniert halt gerade mal gar nicht, weil man liest das Buch und dann versteht man überhaupt nicht, warum wird dieser Paulini zum Nazi, und der wird ja nicht nur irgendwie so zu einem Rechten oder zu einem Pegida-Anhänger, sondern man muss ja vermuten, und er redet so, als sei er ein echter Rechtsterrorist, weil er sagt dann, er bedroht ja dann diesen Schriftsteller, der mit ihm redet, und sagt so, das können nicht nur die Ayatollahs, das können wir auch, das ist ein Wir, was gar nicht erklärt wird, ein unheimliches Wir sozusagen, und man muss denken, oh, hinter ihm stehen also irgendwelche rechtsterroristischen Vernetzungen, und vorher war er aber der Leser, der Büchermensch, der Intellektuelle, und dann ist er plötzlich so ein Rechtsnazi.
und als solcher dann auch total eklig. Der geht dann auch in den Puff und der zwingt seine Freundin auch in den Puff zu gehen, aber nur in den Puff, nicht mit Ausländerin. Also es muss auch noch ganz eklig gemacht werden. Also nicht nur Rechtsterrorist, sondern auch noch ein ekliger Typ. Und man denkt so, oh komm ey, das ist alles ein bisschen viel. Und man checkt es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und das mag ich bei Büchern gar nicht so gerne, wenn ich sie nicht verstehe. Aber genau darum geht es in diesem Roman. Und zwar, dass jeder von uns diesen Roman anders lesen kann und wird. Ich muss Ihnen widersprechen, sie wird nicht gezwungen, in den Puff zu gehen. Sie will das auch sehen und erleben. Also es wird nicht gezwungen. Ja, man kann... Er hat eine Liebhaberin aus der Slowakei. Ja. Gut. Also, und ein Schokokuss ist auch manchmal dabei, so heißt es. Manchmal ist auch ein Schokokuss dabei. Soll ich jetzt anfangen, Witze, die Herr Usler zitiert, vorzulesen? Aber. Die Radikalisierung bei diesem Paulini passiert natürlich über die Abkehr von der Weltliteratur. Es beginnt ja ganz langsam. Es beginnt damit, dass er sich nicht mehr für nicht deutschsprachige Autoren, dann nicht einmal mehr für Übersetzungen interessiert. Also es geht dann nur noch um die Reinheit in der Literatur. Daraus wird ein Sprachkritiker. Die Reinheit in der Sprache. Er nennt dann irgendwann die French Press nur noch Kaffeestampfer und besteht darauf, nur noch deutsche Wörter zu verwenden. Und wie weit diese Radikalisierung dann funktioniert, erfahren wir nicht. Das wird angedeutet und es ist im Endeffekt ein Buch ja darüber, dass man niemandem trauen kann. Man kann dem ersten Erzähler nicht trauen. Man denkt am Anfang, das ist eine wunderschöne Geschichte über die Bücherliebe. Da wird erzählt von diesem Antiquariat, von dieser untergegangenen DDR-Bücherkultur. Es wird ja fast im Märchenton erzählt. Es war einmal in Dresdner Stadtteil. Die ersten 200 Seiten als Leser, man liebt das. Und dann plötzlich merkt man, ups, das ist ja nur die Geschichte eines anderen, den wir dann, wie wir erfahren, auch nicht trauen können. Und genau darum geht es, um die eigene Interpretation des Lesers. Mir ging das ähnlich wie Frau Kaiser. Also ich würde Ihnen in dem Sinne recht geben, dass es in diesem Roman eine Ratlosigkeit gibt. Und das finde ich aber völlig auf der Höhe des Problems. Weil wir erleben, also ich glaube, dass der Ich-Erzähler im ersten und zweiten Teil durchaus derselbe ist. Nur ist das erste Projekt eben quasi eine Heldengeschichte. Das wird auch dieses Antiquariat ist für den Schulze mit TZ. Das ist seine Insel der Seligen gewesen. Das war einer von den Guten. Der hat Kafka besorgt. Also der hat Literatur besorgt, an die man sonst so nicht rankam. Und auf einmal wird ihm klar, verdammt, mir kommt mein Held abhanden. Das war doch immer eben ein Guter. Dann kommt dieser zweite Teil, der aber auch das Scheitern so einer Ostmännlichkeit dieses Autors erzählt. Der zum Beispiel, erst hat er eine Freundin aus dem Westen, dann stellt er irgendwann fest, das ist, eigentlich bringt das auch nichts, weil die versteht mich in meiner Ostidentität nicht. Da spüre ich A, so eine latente Verachtung und B, muss ich der ständig Sachen erklären, weil wir eben so unterschiedliche Biografien haben. Dann tut er sich mit einer Ostfrau zusammen, die wirft ihm vor, er hätte seine Ostidentität verraten, er hätte Ostentleibung betrieben. Und das ist, finde ich, alles so auf der Höhe der Probleme, mit denen wir zu tun haben. Also ist Ihnen das nicht zu schrill? Also ich fand den Usler viel schriller. Ich finde den Schulze, das ist, also nein, ich habe mit diesen Figuren wirklich mitgelebt. Es geht aber um die Diskreditierung, das finde ich das Entscheidende bei Usler. Deshalb finde ich es auch toll, dass wir diese beiden Bücher machen. Obwohl man bei Usler davon ausgehen muss, dass er sozusagen die echten Nazis getroffen hat, zeigt er sie aber eben, ohne sie zu diskreditieren. Und ich glaube, nur das hat Sinn, weil alles andere ist erstens ästhetisch langweilig und auch politisch, glaube ich, wirkungslos. Während Schulze kann sozusagen mit dem Nazi nur umgehen, indem er ihn von vornherein so abstempelt und diskreditiert, dass er quasi vollkommen entmenscht ist. Dadurch ist entfernt doch nicht er ein Mensch, ihn. Der Paulino, aber Frau Brasch, fanden Sie ihn Paulino? Nee, ich fand ihn auch. Ich fand ihn. Dadurch also entfernt er ihn von uns so weit, dass wir gleich sagen können, ja, mit dem haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Er entfernt ihn ja auch von sich selber. Das ist ja genau das Problem, was er hat. Er traut ihm nicht mehr über den Weg. Er traut sich beim Schreiben nicht mehr über den Weg. Was soll ich denn von diesem Mann halten, dem ich eigentlich loyal verpflichtet war, der mich an die Literatur herangeführt hat und den ich für den rechtschaffensten Mann überhaupt gehalten habe? Was soll ich denn jetzt machen mit dem? Und dass ihn dann letztlich, dass diese Frau da noch eine Rolle spielt und da plötzlich eine Liebesgeschichte, das finde ich irgendwie einen Twist, weil wir werden alle irgendwie, genau wie Sie sagen, Frau Kaiser, wir sind auf uns zurückgeworfen und das ist ja total okay, wenn Sie das anders verstehen. Ich sehe das nicht so plakativ. Also ja, überhaupt es ist aber nicht alles okay, es kann ja nicht jeder alles immer so verstehen, wie er will, weil dann muss man ja gar nicht mehr, ist das mit dann muss man ja gar nicht so reden über die Sachen sozusagen. Und dann hat das Buch ja auch einen dritten Teil, über den haben Sie jetzt, glaube ich, noch gar nicht geredet, der dann ja plötzlich aus der Perspektive einer Frau erzählt wird, nämlich der Lektorin, die sozusagen versucht, diese ganzen komischen Scherben so zusammenzusammeln. Und damit zerfällt das Buch, weil plötzlich noch ein anderer Ich-Erzähler eingeführt wird, der sozusagen versucht, diese Geschichte, weil das heißt ja auch Mörder, nicht? Da werden ja zwei Leute die Klippe runtergestoßen. Der, also diese Frau versucht dann, diese Lektorin das irgendwie aufzuklären. Das gelingt ihr auch nicht. Und dadurch bleibt man im Grunde am Schluss
tatsächlich mit offenen Fragen und offenem Vorhang zurück. Ja, aber das zurück. Ist doch aber nichts Schöneres. Gibt es doch bei Literatur. Also ich möchte doch jetzt nicht am Schluss das auserzählt bekommen. Aber eine Lektorin ist doch eine Leserin. Man bleibt aber enttäuscht zurück. Man bleibt nicht irgendwie nicht beseelt oder erhöht. Aber Entschuldigung, weil ich möchte auch nicht beseelt sein, wenn ich eine Geschichte von einem Buchhändler erzählt bekomme, der rechtsradikal wird. Also wenn ich danach beseelt wäre, dann würde ich mich wundern, was das für ein Buch ist. Aber es geht bitte nicht nur um diesen Buchhändler, der rechtsradikal wird. Es geht vor allem über das Lesen. Es geht vor allem über Bücher und vor allem über Literatur. Wenn Sie dieses Buch lesen, Sie bekommen Lust, das nächste Antiquariat zu stürmen und Ausgaben zu sammeln. Man kann auch deutsche Bücher lesen, ohne Nazi zu werden. Auch das ist ja nicht vollkommen schlüssig. Ja, aber trotzdem, das ist doch eine Radikalisierungsgeschichte. Aber das Wichtige ist halt dann, man bekommt diese Lust aufs Lesen und vor allem durch diese Lektorin reflektiert man, wie eine Leserin, eine Lektorin ist eine Leserin, auch Schwierigkeiten hat, den Sinn in dieser Geschichte zu finden. Und es ist völlig okay, am Ende eines Buches nicht zu wissen, was man damit machen soll. Und ich glaube, ich habe meine Deutung, Sie haben Ihre Deutung, Sie haben Ihre Deutung, Sie haben Ihre Deutung. Und ich meine, das ist doch großartig. Das ist mir zu relativistisch. Das finde ich irgendwie. Aber es ist doch zum Beispiel ein ganz, ganz triftiger Punkt, dass der erzählt, wie ein eben konservativer, lesender Geistesmensch, der merkt, und das sind ja objektive Vorgänge, ihm bricht seine Welt zusammen. Weil auf einmal diese Art von Büchern, also das ist eine Szene, wo ein Büchermensch wie ich auch weint, wenn er da auf der Müllhalde sieht, wie die Bibliothek der deutschen Klassik, diese wundervollen Bände, wie die da einfach weggekarrt sind, weil es keine Verwendung mehr gibt. Und wo ich denke, ich verstehe, warum dieser Paulini bösartig wird. Der erlebt objektiv, wie eine Welt, die ihm ganz, ganz wichtig ist, zusammenbricht. Und ich gebe ihm in dem Sinne recht, Schulze erzählt nicht aus, wie der Sprung von einem bösartig verbittert werdenden Geistesmenschen zum aggressiven Rassisten wird. Wie der geht, das erzählte, und das verstehe ich aber auch heute nicht, wenn ich mich gesellschaftlich umgucke. Ich verstehe eine Verbitterung von Nostalgern, die sagen, unsere Welt ist rum, unsere Welt ist vorbei, es sind neue Zeiten. Ich verstehe nicht, und da sind wir aber doch wirklich am Puls jetziger politischer Fragen. Und da finde ich, ist der Schulze sehr, sehr auf der Höhe der Zeit. We agree to disagree. Yes. Und wir reden weiter. So, jetzt bin ich, glaube ich, dran. Ich muss mir jetzt dieses komische Teil hier selber... Ach, wir lassen das. Machen Sie das? Das ist so ein komischer Magnet da unten. Jo. Also, Colm Tobin, Haus der Namen ist das Buch, das ich vorstelle. Colm Tobin ist für mich einer der spannendsten irischen Autoren der Gegenwart. Und er macht in diesem Buch etwas ganz Mutiges, ja man könnte vielleicht sogar sagen Tollkühnes. Er erzählt nämlich die Orestie neu. Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, die blutige Geschichte noch mal im Schnelldurchlauf. Also König und Feldherr Agamemnon, der die Griechen in den Trojanischen Krieg führen soll, hängt mit seinen Schiffen auf Aulis fest und er glaubt, die Götter gnädig stimmen zu können, indem er seine Tochter Iphigenie opfert. Er kehrt dann Jahre später erfolgreich zurück aus dem Trojanischen Krieg. Daheim erwartet ihn seine Gattin Clytemnestra, die ihn zur Begrüßung ermordet, als Rache dafür, dass er die gemeinsame Tochter Iphigenie geopfert hat. Der Bruder, es gibt noch zwei weitere Geschwister, Elektra und Orest. Elektra sind seit diesem Tag, sie ist eine typische Vatertochter, sie sind seit diesem Tag auf Rache, will die Mutter ermorden, will aber, dass das der Bruder Orest vollstreckt, der verschleppt worden ist. Der wiederum kehrt auch Jahre später nach Mykene zurück und wird also zum Muttermörder. Das ist eine der großen, blutigen, einer der mythischen Stoffe der klassischen Antike. Und was macht jetzt Tobin mit diesem Stoff? Ich glaube, er macht das, was heute jeder kluge Serienmacher damit machen würde. Er belässt es einerseits in seiner antiken mythologischen Wucht. Er erzählt das mit sehr großen Bildern. Also wir sind bei diesen ganzen brutalen Dingen dabei. Wir sind auf Aulis, wenn Iphigenie geopfert wird und bei allem anderen Schrecklichen. Und gleichzeitig setzt er aber ein, ja, wie soll man sagen, modernes Objektiv auf seine Schreibkamera. Er macht zwei ganz wichtige Änderungen im Vergleich zur Antike. Zum einen wird bei ihm dieser Orest fast so eine Art Hamlet-Figur und darüber natürlich viel moderner, weil der will eigentlich dieses ganze Gemetzel nicht. Der will aussteigen aus diesem blutigen Rache-Gegen-Rache-Ding. Der will eigentlich mit seinem Freund, seinem Geliebten eher im Idyll leben. Der Orest wird am Schluss sagen, es gab zu viele Tote, wir können keinen mehr verlieren. Der ist darüber eigentlich eher ein moderner Mann. Krasse Machtstrategen sind die Frauen in diesem Buch, die auch keinen Glauben mehr an die Götter haben oder ihn verlieren. Das heißt, man kann auch eine Opferung einer Tochter nicht mehr verbrämen, als die Götter wollten, sondern es bleibt ein brutaler Akt. Also mich hat das extrem überzeugt, dass man auch heute im Jahre 2020 mit einem antiken Stoff so umgehen kann. Also für mich ist es so wie Game of Thrones, nur klüger, und wie House of Cards, nur subtiler. Frau Kaiser, Sie sind die Altphilologin. Wie ging es Ihnen damit? Also grundsätzlich finde ich das ja ganz großartig, weil als Leser
ist man so in der ähnlichen Position wie der Zuschauer einer antiken Tragödie in Athen. Man weiß den Mythos, man kennt diesen Stoff und das große Vergnügen besteht darin, wie hat der Bearbeitende das aufgearbeitet, also die Ästhetik, die man in der Wahrnehmung erlebt. Es ist tatsächlich am angloamerikanischen Raum momentan ein Trend, also es gibt auch so eine ähnliche Bearbeitung der Ilias von Madeline Miller und es gibt von Margaret Atwood eine Penelope-Geschichte. Also das ist gerade so ein bisschen ein Trend, diese alten Geschichten nachzuerzählen, was aber das Ganze nicht schmälert. Ich hatte halt ein paar Probleme. Der gute Herr Teum hat halt schon seine Realienkunde nicht ganz durchzogen. Also wenn die da aus dem Fenster schauen und sich Shirts anziehen und durch ein Irland laufen, das mit dem Griechenland Homers nichts viel zu tun hat, dann bin ich als Altphilologin halt schon ein bisschen irritiert und ein bisschen sauer, weil ich mir denke, so schwer ist es nicht. Homer lesen, da hat man alles drinnen. Aber ich will eigentlich gar nicht mäkeln, weil ich will eigentlich, dass Sie das alle lesen. Ja, weil das Große ist, diese Geschichte ist so zeitlos. Und auch Teuben hat in einem Artikel vom Guardian drüber geschrieben, auch schon leidet, dass so viele Entwicklungen unserer Zeit in diesem antiken Mythos vorhanden sind, Herr Augstein. Aber es haut halt irgendwie nicht hin. Es ist so ein bisschen irgendwie, also erst will man sich darauf einlassen und denken, gut, Clytemnestra, ja, schauen wir mal, praktisch mache ich jetzt sozusagen mit. Und dann liest man und irgendwann wird es einfach voll lächerlich, weil dann kommen so komische, weil die Sprache ist dann doch zu simpel und sie ist sozusagen nicht poetisch genug. Es gibt sozusagen keine künstlerische Überhöhung, die das Ganze irgendwie so eine Etage höher heben würde, sondern dann steht dann da irgendwann so Elektra hat alles im Griff. Und man denkt so, wow, naja, wir sind in der Antike und sie hat alles im Griff. Entweder ist das schlecht übersetzt oder es ist sozusagen auch seine Idee mit so einer ganz fast banalen Alltagssprache und da ist mir dann die Spannung zu groß. Also weil das, was die Leute machen, steht quasi in krassem Gegensatz zu der Art, wie das geschrieben ist. Und dann gibt es außerdem auch, glaube ich, einen schweren Konstruktionsfehler in dem Ganzen, weil immer zu sagen, einmal sagt es ja Clytemnestra und später sagt es auch die Figur des Leandros, es gibt keine Götter mehr, wir sind für uns selber zuständig. Die ganze Geschichte funktioniert aber nur, indem sozusagen als Strafe für einen Frevel an Artemis sozusagen ein Mensch geopfert werden muss und dann wird der Wind wieder, die Windmaschine wieder angeschaltet und die Schiffe können sozusagen... Sag ich gleich mal zuerst mal Frau Brasch. Das heißt, also da ist quasi ein performativer Widerspruch in der Geschichte eingebaut. Also ich musste erst mal noch mal die Geschichte, die Sie jetzt noch mal erzählt haben, nachlesen, weil ich die gar nicht mehr auf dem Plan hatte. Und dann dachte ich, okay, der geht jetzt in die Psychen der Leute rein und erzählt. Und dann habe ich das ganz schnell gelesen als Familiengeschichte, wo ich dachte, okay, das ist das, was wir eine kaputte Familie nennen. Also, oder wie sagt man heute? Dysfunktionale Familie. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, ne, das ist das. Und ich habe dieses ganze Mord und Totschlag dann gar nicht mehr so mitgelesen, weil mich das nicht mehr interessiert, sondern ich habe das so runtergebrochen auf, was haben die denn jetzt eigentlich für Probleme miteinander? Die haben natürlich existenzielle Probleme miteinander, aber sie gehen auf unterschiedlichste Weise damit um. Und da war mir die Art und Weise, wie... Also ich bin mit Clytemnestra überhaupt nicht warm geworden. Am Anfang tat die mir leid, weil ihre Tochter wird ermordet und sie will sich natürlich rächen. Die wird mir dann immer verbissener und weiß ich nicht. Also ich wurde mit der nicht mehr warm. Elektra konnte ich auch irgendwie nicht leiden, weil die in ihrer... Den einzigen, den ich wirklich mochte, war Orestes. Hm? Weil da wird die Geschichte, das wird ja dann auch in der dritten Person erzählt, dieser vertriebene Junge, der dann mit zwei Freunden, die er dazu gedichtet hat, Kobin... Das ist eine homosexuelle Geschichte. Genau, aber zwei Freunde, die auf eine Reise, die flüchten, die finden Zuflucht in einem Haus bei einer alten Frau mit Hund und so. Und da wird es für mich eine Abenteuergeschichte und ein Road Novel. Und das finde ich dann richtig spannend und den mochte ich. Und dann fand ich am Schluss, da muss ich Ihnen recht geben, sprachlich geht das dann irgendwie so ein bisschen, aber ich dachte, weiß er jetzt nicht mehr, wie er es zu Ende erzählen soll. Es endet auch super banal, weil das wird alles aufgelöst. Nicht Schluss verraten. Nein, nicht verraten, aber natürlich. Das wird so wie... Wir können sonst über das Buch nicht reden. Man muss doch sagen können, wie das Buch endet. Ja, aber es wird aufgelöst dadurch, dass ein Kind geboren wird. Das Kind erlöst alle. Und spätestens da steige ich aus und sage, das ist mir echt zu krass. Das ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. Tolbin ist ein katholischer, homosexueller Ire, der uns jetzt auf seine Weise die Griechen irgendwie so auf menschlich drehen will. Thema Mütter und Söhne. Also schon sein erster Erzählband, der trägt auch den Titel Mütter und Söhne. Er hat einen wunderbaren Roman geschrieben, wo er die Jesusgeschichte aus der Perspektive seiner Mutter Maria erzählt, die auch sagt, die geht vorzeitig von der Kreuzigung weg, weil sie sagt, sie will diesen blutigen Mist nicht bis zum Ende gucken. Dieser ganze religiöse Überbau, das ist doch alles Quatsch. Ich sehe hier meinen Sohn viehisch verrecken. Das ist die Geschichte. Und das erzählt Teubin hier mit der Orestie. Das ist
die Götterwelt ist unklar. Diese Frauen fangen an vom Glauben, die sagen, da gibt es noch ein paar Idioten, die glauben noch an die alten Götter. Und diese Idioten sind bevorzugt machtbewusste Männer wie ein Agamemnon, der in Wahrheit seine Schwäche damit kaschiert, dass er sich einen göttlichen Auftrag andichtet. Und in Wahrheit ist der aus einem mickrigen Ehrgeiz bereit, seine Tochter abzuschlachten. Und ich finde gerade diese, also ich finde, dass das Täuben gut gelingt, dieses Runde eben nicht sagen, ah ja klar, da war Fluch, Artemis, Wind kommt, Athene ist am Schluss an allem irgend, dass das alles weg ist, sondern wir haben ein, und diesen Typus Mann, Entschuldigung, wenn wir uns politisch umschauen in der Welt, es wimmelt vor diesen Agamemnons, die irgendwie behaupten, sie hätten einen Riesenauftrag. Und in Wahrheit ist es ein eiskalter, brutaler Machtegoismus. Und das erzählt der Täubin. Moment, aber eine positive Frauenfigur wird dem nicht, ist jetzt nicht, Clytemnestra ist nicht die Angela Merkel der Antike. Das, soweit, gibt das keine jetzt Angela Merkel. Nicht, aber warum brauchen wir in der Antike Angela Merkel? Nein, in der Antike, weil Sie eben gesagt haben, da keine Helden. Es gibt dann niemanden, der gut aussteigt. Das sind alles Menschen mit vielen, vielen Problemen. Da ist keiner irgendwie richtig. Da macht keiner das Richtige. Die sind alle determiniert zu scheitern und die sind alle determiniert, im Blut zu warten. Aber ich gebe Ihnen recht, das Schlimmste an diesem Buch ist dieser Katholizismus, der immer wieder reinrutscht. Ja? Dass zum Beispiel Orestes in so einer Art Horrorinternat gefangen gehalten wird, wo dann jeder die Sünden des anderen in der Nacht auf eine Schiefertafel schreiben muss, die es übrigens in der Antike nicht gab, sondern es waren Wachstafeln. Und dann am Schluss so eine Art Erlösung durch Wiedergeburt, das hat in einem antiken Mythos leider nichts verloren, aber darüber kann man hinwegsehen. Aber wie gesagt, das ist doch das, was zum Beispiel in der Serie wie Game of Thrones, also das habe ich mich eben beim Lesen auch gefragt, wenn wir solche Methoden, da stimmt ja auch. Ja, natürlich. Also Serie. Naja, also das ist doch, also ich, das ist doch toll, dass es mal einen Autor gibt, der sagt, ich versuche eben das mit den Mitteln des Erzählens, der Sprache. Weil, also ich meine, jeder lacht, wenn man jetzt bei Game of Thrones anfängt runterzurechnen, was da rüde an Mittelalter und an Antike und ich weiß nicht was zusammengerührt wird, da kommt man aus dem Aufzählen der Fehler gar nicht mehr raus. Und deshalb, und bei einem Roman werden wir jetzt auf einmal sagen, ja, aber das ist doch nicht ganz so. Also werden wir da strenger, weil wir das Genre Literatur ernster nehmen und sagen, also Fernsehserie darf das? Ja, weil mich hat das zum Beispiel, klar, das ist nicht historisch korrekt, aber mich stört das beim Lesen nicht. Als Game of Thrones Autor hat man meines Erachtens eine gewissere Freiheit, als wenn man wirklich einen daliegenden Mythos verwendet. Man kann mit Mythos alles machen, ja, auch in der Antike gibt es ja verschiedenste Versionen von diesem Mythos, das ist alles korrekt, solange man nur einigermaßen in der Vorstellungswelt bleibt und dann nicht den Katholizismus überall dort reinlegt, wo einem nichts anderes einfällt. Okay, wir lassen den Katholizismus sein. Wir gehen zu dem nächsten Buch. Genau, ich darf vorstellen einen Roman einer unglaublich großartigen Autorin, Vicky Baum. Die wurde 1888 in Wien geboren. Sie war in der Weimarer Republik der literarische Shootingstar, eigentlich die erste moderne Bestsellerautorin, wenn man so will. 1932 musste sie emigrieren nach Los Angeles, kehrte nie wieder nach Deutschland, Österreich zurück. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird sie leider kaum noch gelesen und man muss dem Aachen Verlag dankbar sein, dass uns einer ihrer größten Romane wieder aufgelegt wurde. Vor Rehen wird gewarnt. Ein Roman, der Vicky Baums gesamte erzählerische Meisterschaft zeigt. Im Zentrum steht eine der furchtbarsten Anti-Heldinnen der Weltliteratur, Anne, die eine sehr starke Frau ist, aber immer so tut, als wäre sie das schwache, zarte, hübsche, liebe Rehlein. Und dann eines der edelsten Gefühle der Menschen, und zwar deren Mitgefühl, ausnutzt, um zu bekommen, was sie will. Was will sie? Unglücklicherweise den Ehemann ihrer Schwester, ein berühmter Geigenvirtuose. Und daraufhin entspannt sich eine furiose, rasant erzählte Geschichte von San Francisco bis Wien, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945. Und was mich so fasziniert hat, das entwickelt einen Sog. Man kann nicht aufhören zu lesen, man will nicht aufhören zu lesen. Frau Brasch schüttelt den Kopf. Naja, nee, also ich fand das, ich habe das auch total gern gelesen. Ich dachte immer nur, ja, diese Frau, also die ist unglaublich narzisstisch, die ist falsch bis ins Mark, die ist verlogen bis ins Mark, um zu kriegen, was sie will. Und dachte, irgendwann im Laufe dieses Romans muss es doch mal einen Moment geben, wo die irgendwie einen Bruch hat. Also wo man irgendwie sagt, also man wartet dann irgendwie, also ich habe dann immer auf den nächsten Rang, also die nächste Ränke leider irgendwie, oder ihr nächste Interesse,
Intrige gewartet und ich dachte, okay, sie bereitet jetzt das nächste vor. Sie sind völlig empathielose Frau ja auch. Also sie kriegt ja dann irgendwann ein Kind, das stirbt dann. Das findet sie dann nur ein hässliches, kleines. Also die hat auch null, also ich habe ja irgendwie gar nichts geglaubt. Also ich habe ihr die Falschheit, habe ich ihr geglaubt und dachte aber irgendwann ist mir die zu platt und ich fand die anderen Figuren fand ich auch ein bisschen platt. Also ich habe das total gerne gelesen, weil es wirklich toll erzählt ist. Ich fand, die Männer waren alle Trottel oder der ist auch ein Trottel. Und die Joy, also ihre Schwester, ihre Stiefschwester, nee, ihre Tochter, Tochter, ihre Stieftochter, Stieftochter, die hat dann endlich mal einen Mann und den legt sie dann irgendwie auch irgendwie aufs Kreuz. Aber das ist schon bitter. Ich finde, das fand das Buch eigentlich das Tollste von dem hier heute Abend sozusagen, also auch sagen wir mal, eigentlich klar. Weil es wahnsinnig, es ist toll geschrieben, es liest sich wirklich so weg, das ist praktisch ein Page-Turner. Man versteht, warum diese Frau in den 30er Jahren so ein Superstar war und auch in Amerika ja dann übrigens auch sofort Fuß gefasst hat, auch auf Englisch gleich weitergeschrieben hat, was wenig Leuten, sollte man vielleicht sagen, wenig Leuten gelingt. Das Buch ist im Original verblüffenderweise, das wäre mir vorher auch nicht klar gewesen, auf Englisch erschienen. Also die hat das 51 zunächst auf Englisch. Und dann Sachen geschrieben hat, die ja auch verfilmt wurden und so weiter. Sie war also wirklich, sie war ja selber eine ganz moderne Frau. Ich glaube, anders versteht man auch dieses Buch nicht. Und zwar avant la lettre sozusagen war sie eine moderne, selbstbewusste, bla 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 bla, ja, Karrierefrau, was wir heute alles kennen und wollen und so. Und dann schreibt sie aber ein Buch über eine Frau, die sozusagen das alles nur erreichen kann zum Preis sozusagen der kompletten Gefühllosigkeit, der totalen Kälte, der krassen Brutalität. Und das hat mich ehrlich gesagt berührt und traurig gemacht. Und die Geschichte ihrer Tochter ist wirklich zum Heulen, also die Stieftochter, wie die sozusagen von ihr zerwurstet und zerbröselt wird, ein krasses Buch. Also ich musste bei diesem Buch, bei der Lektüre, irgendwie, ich dachte, das ist ein sehr merkwürdiger, interessanter Gegenschuss auch auf die MeToo-Debatte. Weil also wir erleben diese Anne Ambrose, also dieses Reh, vor dem gewarnt wird, die erleben wir ja auch schon als 15-Jährige. Und ich will jetzt keine Details verraten, um keinen Spoiler zu machen, um nicht ihre Lesevergnügen zu verderben. Aber was die sich einfallen, also die stalkt den weltberühmten Geiger, der deutlich älter ist. Das ist nicht so, dass er sie flachlegt, sondern diese 15-Jährige lässt sich Zeug einfallen. Da kommen sie nicht drauf. Damit sie eben, der will aber eben ihre etwas ältere Schwester eigentlich heiraten und was die für einen Terror inszeniert, um an diesen Geiger ranzukommen, das dachte ich dann schon so, da habe ich einen Moment dann auch gedacht, was man jetzt alles Placido Domingo an, also wer weiß, wie viele Rehe hinter dem armen Domingo her waren und jetzt darf er irgendwie... Das finde ich jetzt aber eine gefährliche, das wollte ich gefährliche Aktualisierung, wenn ich jetzt aber ganz vorsichtig... Was ich wirklich toll fand, also das ist wirklich toll erzählt und toll geschrieben, ich habe nur ein Problem mit der Figur so ein bisschen gehabt, was ich aber toll fand, sie erzählt ja wirklich auch dieses Erdbeben von San Francisco 1906, seitenweise diese wirklich verheerende Zerstörung bis hin zu Details, dass Caruso, ich habe das dann noch mal gegoogelt, in der Stadt war und das überlebt hat, im Opernhaus gesungen hat und wie sie das beschreibt, also wie sie überhaupt die Orte beschreibt und so, also das hat mich wirklich auch mitgerissen. Ich finde das wirklich auch ein mitreißendes und tolles, toll erzähltes Buch. Ich fand eben nur die Frau langweilig. Detailliert recherchiert, ja. Also auch zum Beispiel die Familie reist nach Wien und dann wird erzählt, wie Amerikaner Anfang des 20. Jahrhunderts diese Kaiserstadt wahrnehmen. Ja? Oder auch dann erzählt sie über San Francisco die verschiedenen Schichten, wie die Gesellschaft funktioniert hat. Also es ist so unglaublich reichhaltig und inmitten dieser verschiedenen Welten, die man als Leser kennenlernt, hat man diese Paradenarzistin. Und ich finde nicht nur vor dem Hintergrund der MeToo-Debatte, sondern auch genau vor dem Hintergrund unserer Gesellschaft, die sich immer mehr zu einer Gesellschaft lauter kleiner Narzissten, wo jeder nur auf sich selber schaut, auf das eigene Wohl, wo Menschen in Krankenhäusern Desinfektionsmittel klauen, weil sie selber ihr Desinfektionsmittel haben wollen und nicht die Leute, die das wirklich brauchen. So ein tolles Buch, weil diese Figur, das ist die schlimmste Narzissin der Weltliteratur. Ärger kann es nicht sie hat werden. Von sich selber gesagt, Vicky Baum, ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Güte. Das ist ihr berühmtestes Zitat und das ist ein ganz toller Satz. Da stellt sie selber ihr Licht etwas unter den Scheffel, denn sie ist, glaube ich, wirklich einfach nur eine erstklassige Schriftstellerin. Ja. Es war ein bisschen unfair nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie halt dann immer wieder als Unterhaltungsautorin runtergebürstet wurde. Wenn man schaut, international ist Vicky Baum tatsächlich einer der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller und Innen. Ja? Also die wird immer in einem Atemzug mit Stefan Zweig genannt. Und ja, wir können dem Acher Verlag nur dankbar sein. Ja, und sie hat sogar mal Preise bekommen mit frühen Texten, weil sie war ja erstmal Harfenistin. Und sie hat, als sie erste Texte einreichte bei Preisausschreiben, eine Jury, in der Thomas Mann saß. Da hat sie den ersten Preis gewonnen, wenn das nichts ist.
Desinfektionsmittel geklaut war ein gutes Stichwort, denn nein, ich will keine Desinfektionsmittel klauen, sondern ich möchte zum Schluss noch eine Empfehlung abgeben, denn ich gestehe auch, ich habe in den letzten Tagen vor dem Bücherregal gestanden und mich gefragt, was man in diesen eigenwilligen Zeiten der Angst eigentlich lesen kann, um sein literarisches Immunsystem ein wenig zu stärken. Und ich gestehe, ich hatte als erstes dann auch Thomas Mann, Tod in Venedig, in der Hand und dachte, nee, das lassen wir mal lieber. Wir machen jetzt nicht den Aschenbach, wir fahren nicht an die Lagune, um in Schönheit und Sehnsucht zu sterben. Und bin dann doch auf diesen Klassiker hier gekommen. In Italien ist er angeblich bereits ausverkauft, also nicht nur die Atemschutz, sondern auch Albert Camus. Die Pest ist angeblich in Italien ausverkauft. Für mich das Buch der Stunde, weil es eben wirklich ein Antihysterikum ist. Es erzählt uns, dass weder Fatalismus noch Panik noch dieser merkwürdige Wahn, man könne wirklich alles kontrollieren, die Haltung ist, die Menschen einnehmen sollten in Zeiten einer Epidemie, sondern Besonnenheit, Rücksichtnahme, Solidarität und dass sich möglicherweise Menschsein auch gerade darin erweist, dass man in schwierigeren Zeiten nicht durchdreht. Sonst vielleicht die Maske des roten Todes von Edgar Allan Poe. Okay, ja. Das ist aber, glaube ich, eher ein Hysterikum, kann ich oder? Auch empfehlen, das macht halt bei der Pest Camus, ich habe da auch noch mal drin gelesen, interessant, dass ich habe eine Seite aufgeschlagen und da war sofort die Predigt eines Priesters, der sagte, ja, die Pest, die tötet ja nur die Bösen. Das könnte ja auch ein schönes Motto. Also hier wird keiner irgendwie vom Coronavirus befallen. Nein, da sind wir aber mindestens auf so gefährlichem Terrain, wie ich eben war, Frau. Okay, gut. Das lassen wir ganz schnell wieder. Man könnte auch die Ilias lesen, die beginnt immerhin auch mit einer Pest. Ja, und dann, falls man in Quarantäne ist, hat man ordentlich Stoff. Also jeder Mensch sollte einmal in seinem Leben die Ilias lesen. Hilft gegen alles. Ja. Macht immun gegen fast alles. Absolut. Ja, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, weil also Sie haben jetzt heute sehr viele Anregungen für Bücher bekommen. Wenn Sie noch mehr Anregungen für Bücher wollen, dann können Sie auch ins Internet gehen, und zwar auf die Seite deinbuch.de. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal ganz herzlich bei meinen drei wunderbaren Gästen. Vielen Dank. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich natürlich ebenso. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 1. Mai wieder. Dann sind meine Gäste Sarah Wagenknecht, Marco Martin und Feridun Saimoglu. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Applaus